Ja, meine Damen und Herren, ich musste lange darauf warten. Herzlich willkommen und vielen Dank. Der FDP-Entwurf zielt einerseits auf die Datenspeicherung, meine Damen und Herren, andererseits soll das Regelwerk für die sozialen Netzwerke neu gefasst werden. Kurz und knapp vorab. Dieser Gesetzentwurf ist zum einen FDP-typischer, undurchdachter, pseudoliberaler Murks, meine Damen und Herren. Zum anderen ein Plagiat des AfD-Programms aus dem Bereich weg mit den Maaßschen Zensurgesetzen. Mal wieder nach dem Altparteienmotto: von der AfD lernen heißt siegen lernen, meine Damen und Herren. Und vor allem die ausschließlich von ihrer Vergangenheit zehrende, seit vielen Jahren gänzlich konturlose Digitalisierungs- und Bund-FDP versucht sich ja fast täglich in dem Bereich von der AfD lernen heißt siegen lernen, täglich allerdings vergeblich, meine Damen und Herren, von der FDP. Und nun das hier. Was die Datenspeicherung betrifft, beschränkt sich die FDP auf Worthülsen und lebensfremde Annahmen. Sie übersieht zum Beispiel völlig, dass es selbstverständlich in angespannten Sicherheitslagen und im Bereich der vor allem schweren Kriminalität außer Frage stehen muss, Daten zulasten von Verbrechern zu speichern und auszuwerten. Ein Beispiel. Frau Merkel glänzt durch Abwesenheit. Frau Merkel mit ihrer CDU hat im Gleichschritt mit allen Altparteien die Sicherheit und Außengrenzen unseres Landes einem nebulösen Multikulti-Unsinn geopfert. Wir wissen nicht, wer kam, wir wissen nicht, wer ging, wir wissen nicht, wer wiederkam und wir wissen auch nicht, wer noch da ist. Hier in den Bereich der Datenspeicherung und Auswertung einzugreifen, wäre fatal, zumal die potenziellen Täter, meine Damen und Herren, zu Hunderten oder zu Tausenden bereits im Land sind. Daran sehen wir, Liberalala und Beliebigkeit der FDP schaden uns auch hier, werden Anschläge und Terrorismus wahrscheinlicher machen und die Aufklärung von Verbrechen erschweren, meine Damen und Herren. Damit klingt die Botschaft bereits zweifelhaft, die Sie ausdenken, und der Botschafter, also diese Wackel- und Wende-FDP, ist noch zweifelhafter. Schließlich hat diese Partei einen erheblichen Anteil an der Ausweitung der staatlichen Überwachung, beispielsweise im Jahre 2013. Die Liberalen haben dort massiv mitgewirkt und mitgestimmt am Ausbau des Überwachungsapparates. Sie sehen also die Partei in der Hinsicht nichts anderes als eine gewisse, sagen wir, Verlogenheit. Nicht anders liegt die Sache bei dem Teil des FDP-Antrags, der das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, das nichts anderes als ein Netzwerkzersetzungsgesetz ist, betrifft. Damit wir uns richtig verstehen, dieses Gesetz schränkt die Meinungsfreiheit massiv ein. Da hat sich der Staat wesentlich zu viel angemaßt, wie man so schön sagt. Es ist ein klassisches Zensurgesetz. Es steuert die Meinungsverbreitung gänzlich willkürlich, beispielsweise durch Sperrung von engagierten Islamkritikern wie Abdel Samad oder Imad Karim. Abdel Samad wurde dafür gesperrt, dass er junge Muslime gebeten hat, nicht zu Selbstmordattentätern zu werden. Das ist das Ergebnis der maaßschen Zensurpolitik. Herr Maas weiß schon, warum er nicht auf seinem Stuhl sitzt, meine Damen und Herren. Es steuert die Meinungsverbreitung völlig willkürlich. Die Meinungsverbreitung wird aber immer so gesteuert, dass es im Sinne der hier Herrschenden ist. Das schwächt den Rechtsstaat, meine Damen und Herren. Dieses Gesetz ist mit unserer Werteordnung nicht vereinbar. Eine Schande für Deutschland, sagte die Kollegin Kontar schon, und eine Schande für den Bundestag, der es hier mit ein paar Händen vollen Abgeordneten verabschiedet hat, meine Damen und Herren. Deshalb muss dieses Gesetz weg, und Herr Maas muss auch weg. Er ist ja bereits weg, wie ich sehe. Meine Damen und Herren, und die FDP hat aufmerksam monatelang die von der AfD dominierte Diskussion verfolgt, kreativ schweigend verfolgt und sich im Wahlkampf auf substanzlosen Klamauk und Bildchen, die wie für Werbung für ein Billigparfüm aussehen, beschränkt. Das Fotomodell, ich vermisse es hier heute, wo ist das Fotomodell? Haben Sie es nach Hause geschickt? Kurz vor der Wahl, meine Damen und Herren, entdeckte dann in Ermangelung eigener Themen auch diese ehemals stolze Bürgerrechtspartei das Thema NetzDG. Die FDP übernahm urplötzlich die ganz klaren AfD-Forderungen nach der Abschaffung dieses Schandgesetzes, aber nicht etwa in der Absicht, die umzusetzen, sondern um es ganz schnell auf dem buntschleimigen Altar der sogenannten Sondierungsgespräche zur Schwampel, manche sagen auch Jamaika, zu opfern. So viel zur Glaubwürdigkeit zur FDP. Diese Schwampel ist ja nun, oder war Herr Kubicki, man weiß es nicht so genau, ist ja nun Geschichte.
Die FDP steht als Verhandlungsversager da und versucht nun, hier auf einen fahrenden Zug hinter einen fahrenden Zug, nämlich den Zug zu springen, der nicht Martin Schulz heißt, sondern der Zug heißt AfD. Und der läuft wie eine Eins schnurgerade auf den Gleisen. Und da springen Sie mit Ihrem Thema dahinter, meine Damen und Herren. Nun merkt aber jeder merkt, auch der linksextremistisch geprägte Schulpolitik über sich ergehen lassen musste. Jeder merkt, dass die Drucksache 81 viel eher da war als die Drucksache 205. Und die Drucksache 81 ist von uns, von der AfD. Und die Drucksache 204 heißt sie. Und die Drucksache 204 ist von Ihnen. Sie verpacken das in einen Namen Bürger, wie haben Sie es genannt? Immerhin kommen die Rechte drin vor. Bürgerrechte, Stärkungsgesetz, Herr Kollege, da verpacken Sie das rein. Brandner, das ist meine zweite Bitte, zum Schluss zu kommen. Bei der dritten schalte ich das Mikrofon ab. Ja, okay, ich mache Schluss. Meine Damen und Herren, am Ende dann mein Wunsch, bleiben Sie hier einmal geradlinig, nehmen Sie Ihren Gesetzesantrag zurück und stimmen Sie dem ehrlichen ersten Gesetzesantrag der AfD zu. Vielen Dank. Und jetzt übergebe ich das Wort gerne meiner ehemaligen Parteichefin, Frauke Petry. Herr Brandner, bevor die Standing Ovation-Aktion Ihrer Fraktion überhand nehmen, möchte ich darauf hinweisen, dass solange jemand hier oben sitzt, der anzureden ist mit Frau Präsidentin oder Herr Präsident. Ansonsten gerne mit dem Namen. Als nächstes die fraktionslose Abgeordnete Frau Dr. Frauke Petry mit ihrer ersten Rede im Deutschen Bundestag.